Also ich kann Und mich erinnern, du hattest einen Reaction-Livestream gemacht zu einer älteren News von mir. Da ging es unter anderem um iBlali und auch um das Y-Collective. Und du hattest dann irgendwie gesagt, das Y-Collective, das wären ja Hater. Hattest du in dem Stream ja, so das stimmt auch. gesagt. Wie Beziehungsweise kommst du stimmt zum Teil, dazu? das stimmt zum Teil, weil ich den einen kenne. Also das war auch das war derselbige, der hier war und der mich interviewen wollte. Das ist ein Hater, das weiß ich, weil ich den schon im Vorfeld gekannt habe. Der war schon im Vorfeld mal bei mir, schon lange bevor er das Y-Collective-Video gemacht hat, war er schon im Vorfeld mal bei mir und hat hier auch mal Radau gemacht. Und das habe ich aber im ursprünglichen Sinne, als ich mit dem geschrieben habe, nicht gewusst. Allerdings habe ich auch während, also ich habe ja das, wie gesagt, über eine andere Person, über eine dritte Person mitbekommen, dass der ein Interview machen wollte mit mir und hatte dann die Nummer von der Person auch erhalten. Und in meinem Handy war, das hat mich damals schon irritiert, die Nummer auch gesperrt. Und in meinem Handy sind im Prinzip nur Nummern gesperrt, die mich halt anschreiben und mich halt belästigen und alles. Und weil halt meine Nummer auch mal bekannt wurde. Und das Problem daran war dann letzten Endes, dass ich eben dadurch wusste, dass dieser User ein Hater ist. Ursprünglich wusste ich nicht, welcher es ist, aber als es dann bei mir war, es gab so ein paar einzelne Hater im Laufe der Jahre, die ich mir halt eingeprägt habe anhand vom Gesicht her. Also es gab halt, ich bin halt mit Namen sehr, sehr schlecht, mit Gesichtern bin ich ein bisschen besser. Stimmt aber auch nicht immer. Also manche Leute prägt man sich halt einfach ein. Keine Ahnung, größere Nase, kleinerer Mund, große Ohren, keine Ahnung. Irgendwas sorgt ja immer dafür, dass man jemanden sich einprägt. Und das war eben einer davon.